Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute haben wir einen sehr coolen Fall für euch. Wir haben einen sehr frischen 5er BMW F11 aus 2013 mit nur 130.000 Kilometern. Dieses Fahrzeug, denkt man, ist gerade erst eingefahren. Und wenn man sich so ein Fahrzeug kauft, sind die natürlich bei der Laufleistung und dem Alter nicht günstig. Und man denkt, wenn man so ein Auto kauft, bei der kleinen Laufleistung, wird das sicherlich ideal sein und man wird wenig machen müssen. Ist leider in dem Fall anders. Der Kunde hat ein Fahrzeug gekauft, wo man jetzt leider sehr viel investieren muss, damit das Auto länger fahren kann. Und wir werden in dem Video mit euch besprechen, wie man und was man alles prüfen kann und was bei dem Fahrzeug genau los ist. Der Kunde hatte die Möglichkeit, nachdem er das Auto gekauft hat, zu uns zu kommen. Wäre natürlich schöner, wenn er das vorher gemacht hätte. Aber für diejenigen von euch, die nicht zu uns kommen können, wir bieten eine Ferndiagnose an. Damit euch nicht das passiert, was hier passiert ist, schicken wir euch so ein Kabel. Ihr braucht einen normalen Laptop mit Internet und Windows, am besten mit einem Netzwerkanschluss. Dann können wir von hier auf das Fahrzeug zugreifen und die gesamten Komponenten des Motors, Getriebes durchprüfen. Die Prüfung bekommt ihr parallel per WhatsApp zugeschickt, die einzelnen Sachen, die wir prüfen, mit einer Sprachnachricht, was das bedeutet, zu jeder Komponente, und am Ende besprechen wir das. Und ihr habt dadurch natürlich eine Verhandlungsgrundlage an den Verkäufer. Könnt ihr sagen, hör mal zu, so sieht das aus, ne? Kann man da preislich was machen? Oder wenn ihr selber noch ein Auto habt und länger was davon haben möchtet, dann kann man präventiv einmal alles durchschauen, dann wisst ihr, was da los ist und ob es irgendwo Handlungsbedarf besteht oder nicht. Und dann könnt ihr jemanden in der Nähe suchen, der das halt für euch repariert. Hier haben wir ein Fahrzeug, was aus 2013 ist. Und wir sehen hier, was wir auch sehr, sehr oft sehen bei einem Fahrzeug, dass wir einen Softwarestand haben, der sehr alt ist. Und das ist halt dem geschuldet, dass die Getriebehersteller und natürlich auch die Hersteller der einzelnen Steuergeräte produzieren Softwarestände. Das heißt, diese Softwarestände, die werden immer modifiziert und immer verbessert, damit einfach Fehler entfernt werden und Prozesse besser arbeiten. Aber das Problem ist, solange das Auto noch auf Garantie ist, dann werden diese Softwarestände geupdatet, wie in dem Fall. Das heißt, dieses Fahrzeug ist zum Beispiel innerhalb von 3 Jahren wurde es geupdatet, danach nicht mehr, weil natürlich die Vertragspartner und Niederlassungen keine Lust haben auf Risiko, weil bei so einem Fahrzeug mit einer großen Ausstattung haben wir 20, 30 Steuergeräte. Bei einem Update muss alles geupdatet werden. Zum Beispiel das Update von dem Verstärker, von den Harman Kardon, dauert 2 Stunden. Das Navi dauert 4 Stunden. Und deswegen sehen wir das immer häufiger, dass diese Fahrzeuge den alten Softwarestand haben. Und dadurch ist es leider so, dass Prozesse wie Regeneration des Partikelfilters nicht ideal sind. Oder wir sehen auch leider so, dass einfach Sensoren defekt sind und das System das einfach nicht sieht. Problematisch ist es natürlich auch bei solchen Fahrzeugen, dass es nicht immer darauf ankommt, was das Auto gelaufen hat, sondern wie der Zustand ist. Denn es gibt viele Möglichkeiten oder, ich will sagen Möglichkeiten, aber es ist einfach immer abhängig von dem Verschleiß des Autos und wie das Auto behandelt wurde, wie der Zustand so ist. Wir fangen jetzt einmal an, die einzelnen Sachen zu prüfen. Wir prüfen die Komponenten Stück für Stück. Wir werden den Partikelfilter prüfen, gucken, wie ist der Abgasgegendruck des Partikelfilters, und wir gucken uns natürlich die Rußmasse an, ob diese Werte überhaupt realistisch sind. Weil wenn wir nur den Abgasgegendruck alleine prüfen, kann es sein, dass der Sensor kaputt ist und dass wir zu gute Werte haben, zu gut, um wahr zu sein. Oder deswegen müssen wir uns das im Verhältnis schauen. Danach werden wir gleich gucken, in welchem Zustand sind zum Beispiel die Injektoren. Wir werden uns angucken, in welchem Zustand sind zum Beispiel die 3 Klappen in der Ansaugbrücke. Wir werden uns anschauen, wie stark ist der Motor versottet, läuft er zu fett oder läuft er nicht zu fett. Und die einzelnen Sachen werden wir uns natürlich am Ende auch gucken, wie ist der Zustand vom Automatikgetriebe. Haben wir dort einen Druckverlust oder haben wir keinen Druckverlust? Und dann werden wir euch dann eine Handlungsempfehlung zu den jeweiligen Sachen empfehlen. Als erstes gucken wir uns einmal hier die Injektoren an, und die sind leider in einem sehr schlechten Zustand. Das heißt, wir sehen zum Beispiel, wir haben 6 Injektoren, jeder kostet um die 550, 600 Euro, und wir sehen zum Beispiel die Laufruheregelung. Wir sehen zum Beispiel die Injektoren, wenn die neu sind, haben die Werte von 0. Ein defekter Injektor hat einen Wert von 4 oder minus 4. Und wir sehen zum Beispiel bei dem Injektor 1 haben wir einen Wert von 2,7. Das ist sehr, sehr hoch. Wir sehen zum Beispiel beim Injektor 2 haben einen Wert von 1,2,
bei Injektor 4 haben wir 1,1, bei Injektor 5 haben wir minus 1. Das sind sehr hohe Werte und man muss gucken, dass man die Injektoren wieder in einen vernünftigen Zustand bringt. Denn man kann leider nicht einen Injektor alleine tauschen. Man muss, wenn, dann alle komplett tauschen, denn es gibt verschiedene Injektoren-Revisionsstufen und die sind untereinander nicht kompatibel. Es gibt natürlich Firmen, die überholen Injektoren, nur die Frage ist halt, wie gut werden die überholt? Lieber, man sorgt dafür, dass seine Injektoren wieder in einen vernünftigen Zustand kommen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die besprechen wir dann von Fall zu Fall, wie es bei euch aussieht. Dann bekommt ihr entsprechende Handlungsempfehlung, was wir dort empfehlen. Als nächstes prüfen wir hier die drei Klappen. Man sieht hier zum Beispiel, die rote Linie ist die Soll-Linie, die blaue Linie ist die Ist-Linie. Das heißt, wir sehen, dass in diesem Fall klemmen leider die drei Klappen schon. Das kann man hier auch genauso sehen. Wir haben hier eine Ansaugbrücke und bei dieser Ansaugbrücke haben wir drei Klappen, die bewegen sich hin und her. So kann man sich die vorstellen zum Beispiel. Und wenn die natürlich klemmen, dann erreichen sie nicht die Position, die sie erreichen sollen. Und eine erfolgreiche Regeneration zum Beispiel, dafür ist eine Voraussetzung, dass die drei Klappen vernünftig arbeiten. Aber wodurch klemmen die drei Klappen überhaupt? Die klemmen deswegen, weil bei dem Fahrzeug zum Beispiel, dem Fahrzeug oder dem Motor werden permanent Abgase zugeführt. Das ist normal, so ist der Motor der neuen Fahrzeuge aufgebaut und diese Abgase, die dem Motor zugeführt werden, die sorgen dafür, dass die sich natürlich oder verarbeitete Abgase werden zugeführt, die lagern sich natürlich irgendwo ab, wie in dem Fall bei den drei Klappen, aber die lagern sich natürlich auch im Motor selber ab. Deswegen prüfen wir jetzt einmal das Volumen des Motors bei verschiedenen Drehzahlstufen. In eurem Fall wäre das genauso, ihr würdet die jeweiligen Bilder bekommen mit einer Sprachnachricht, was das halt bedeutet. Und wir gucken, wie viel Volumen ist noch übrig, das heißt, wie versottet ist der Motor, dort, wo die Ventile sind. Und dann werden wir sehen, wie ist sozusagen der Zustand des Ganzen. Durch diese Abgase, die dem Motor zugeführt werden, haben wir natürlich irgendwann weniger Volumen in dem Motor. Das heißt, wenn das der Volumen des Motors ist, haben wir irgendwann weniger und weniger und weniger, aber es wird immer noch so viel Kraftstoff eingespritzt wie früher. Hier sieht man zum Beispiel, die Maximalwerte sind 30 bis minus 30. Wir haben hier Werte von 13, das heißt fast die Hälfte. Das heißt, fast die Hälfte des Volumens ist schon sozusagen durch Abgase belegt und natürlich läuft das Auto allein dadurch zu fett. Ne? Und wenn man sich hier zum Beispiel die gemessene und berechnete Luftmasse anguckt, sieht man natürlich, dass sie halt sich unterscheidet. Warum gab es dieses Problem früher nicht, bei älteren Generationen, bei dem älteren zum Beispiel E60? Weil diese Fahrzeuge hatten erstens ein Sechsganggetriebe. Bei dem Sechsganggetriebe, auch wenn man 150 fuhr, war man aus dem Bereich raus, wo die maximale Menge an Abgasen dem Motor zugeführt wurde. Deswegen sind diese Fahrzeuge nicht so versottet. Plus, die waren natürlich Euro 4, die Fahrzeuge sind Euro 5 oder Euro 6. Ne? Deswegen wird auch mehr Abgase dem Motor zugeführt. Und dadurch, dass wir ein Achtganggetriebe haben, sind wir immer in dem Teillastbereich, wo maximale Menge des Abgases dem Motor zugeführt wird. Was kann man da machen? In so einem Fall würde BMW die Ansaugbrücke entweder austauschen oder reinigen und eine Wallen-Nuschalen-Reinigung der Ansaugkanäle machen. Preislich liegt man bei dem Fahrzeug ungefähr zwischen 3.000 bis 3.500 Euro. Ist natürlich sehr viel Geld und das Problem ist natürlich nicht für immer beseitigt. Irgendwann kommt es wieder. Was gibt es für Alternativen? Wäre das Fahrzeug ja zum Beispiel neu oder hätten wir das Problem noch nicht, könnte man im legalen Bereich die Frischluftrate erhöhen. Man hätte 30% weniger Abgase, die in den Motor geführt würden. Das hat BMW früher auch gemacht, mittlerweile machen sie das nicht mehr, denn die Autos sind eh aus der Garantie und Kulanzzeit raus. Deswegen, dann gibt es natürlich, wir haben immer noch die Möglichkeit, auch aus der Ferne die Frischluftmenge anzupassen im legalen Bereich. Was man auch machen könnte, was aber nicht legal ist, ist die AGR, die Abgasrückführung, die sozusagen die Abgase dem Motor zuführt, zu deaktivieren. Viele denken sich, das ist eine coole Sache, mache ich damit, dass das Problem beseitigt. Das Problem ist, was viele nicht wissen, wenn man zum Beispiel die AGR einfach deaktiviert, einfach das Ventil zum Beispiel zumacht, das kann jeder Tuner um die Ecke, kostet auch nicht viel. Das Problem ist, nicht das Deaktivieren, sondern wenn es deaktiviert wird, haben wir ja auf einmal weniger Abgasvolumen, was in den Motor reingeht.
aber dadurch haben wir auch weniger Gesamtluftvolumen, was in den Motor reingeht. Aber wir haben genauso viel Kraftstoff, was immer noch reingeht wie früher. Und dadurch tust du deinem Motor nichts Gutes, sondern eher was Schlechtes. Deswegen, wenn man theoretisch die AGR deaktivieren würde, müsste man das fehlende Abgasvolumen mit Frischluft kompensieren, und das ist sehr kompliziert, weil das Abgasvolumen ist ja dynamisch. Die AGR arbeitet abhängig von der Drehzahl. Und da gibt es in Europa vielleicht 2, 3 Programmierer, die das überhaupt machen können, und das ist eine relativ teure Angelegenheit und natürlich nicht legal. Wir prüfen weiter. Als nächstes gucken wir uns einmal eine sehr wichtige Sache an, und zwar den AGR-Kühler bzw. die Bypassklappe davon. Es ist so, solange der Motor noch nicht seine Betriebstemperatur erreicht hat, laufen die Abgase durch den AGR-Bypass und die sorgen dafür, damit der Motor halt schneller warm wird. Wenn der Motor dann halt warm wird, dann regelt die AGR die Abgasversorgung des Motors. Aber dieser AGR-Bypass, da ist einfach eine Klappe, und diese Klappe, irgendwann fängt die an zu klemmen. Hier haben wir zum Beispiel so einen AGR-Bypass, hier kann man den zum Beispiel sehen, und der bewegt sich halt permanent hin und her, hin und her. Soll ich einmal kurz ausmachen, das Handy? So. Also, dieser AGR-Bypass bewegt sich permanent hin und her, und das Problem ist, er hat natürlich permanent mit Abgasen zu tun, und irgendwann fängt er an zu klemmen. Das heißt, wir haben irgendwann immer mehr und mehr Widerstand hier. Das Problem ist, dass dieses Teil wird einfach über Unterdruck angesteuert. Das Unterdruckventil, elektronisches Ventil, kann nach 10 Jahren irgendwann auch kaputt gehen. Plus zum Beispiel dieses Teil, was das Ganze ansteuert, das heißt, beziehungsweise diese Membran kann auch reißen. Unter der Unterdruckschlauch kann auch porös werden. Deswegen muss man schauen, ob dieses AGR-Bypass-Ventil auch richtig arbeitet. Denn wenn es nicht richtig arbeitet und wir nicht die richtigen Temperaturen erreichen, die wir erreichen sollen, dann haben wir in dem Motor zu wenig Ladedruck und die Werte des Partikelfilters, die uns angezeigt werden, sind nicht echt. Das heißt, der Abgasgegendruck, den wir gleich nochmal messen werden, dann ist der halt nicht realistisch, und das Auto kommt von sich aus auch niemals auf die Idee, zum Beispiel den Partikelfilter zu reinigen. Ne? Deswegen werden wir jetzt einmal den Partikelfilter prüfen und gucken, in welchem Zustand ist der Partikelfilter selber. Als nächstes prüfen wir einmal hier den Partikelfilter. Damit man den prüfen kann, muss man 3 Minuten warten. Deswegen habe ich das so ein bisschen vorgespult, bis wir prüfen können, wie ist der Zustand. Wichtig ist einfach zu verstehen, dass der Partikelfilter wird über einen Abgasgegendrucksensor geprüft. Der Sensor kann natürlich wie in dem Fall 8 Jahre alt sein und nicht richtig arbeiten. Bei manchen Fahrzeugen haben wir sogar 2 Sensoren. Das ist eine sehr interessante Sache mit der Software. Hätten wir eine neue Software, dann erkennt die Software unplausible Werte des Partikelfiltersensors und meldet das als Fehler. Aber haben wir eine alte Software, dann merkt er gar nicht, dass der Partikelfiltersensor defekt ist. Das heißt zum Beispiel, es gibt keine Negativwerte, aber wenn er defekt ist, haben wir häufig Negativwerte, und dann kommt das Auto niemals auf die Idee, den Partikelfilter zu reinigen. Wir prüfen den Abgasgegendruck bei verschiedenen Drehzahlen, das heißt einmal im Leerlauf und einmal bei 2000 Umdrehungen. Hier sieht man die Werte, die Drehzahl wird erhöht. Das passiert auch zum Beispiel bei euch, wenn wir jetzt eine Diagnose aus der Ferne machen, und dann sieht man die Werte, wie die sind. Wichtig ist, wie schon gesagt, zu gucken, dass man sich nicht nur auf die Werte alleine konzentriert, sondern auch schaut, sind die Werte überhaupt realistisch? Wann hat das Auto das letzte Mal regeneriert? Wie hoch ist die Rußmasse? Funktioniert der AGR-Bypass? Dass man diese ganzen Sachen einfach nicht stupide abliest, sondern das alles auch gemeinsam kombiniert und dadurch auch die richtigen Sachen sich anschaut. Hier sieht man zum Beispiel, der Abgasgegendruck maximal ist 75, bei 2000 Umdrehungen haben wir hier einen Wert von fast 50. Das heißt, wir haben einen relativ hohen Abgasgegendruck. Und man muss halt schauen, ist dieser Wert sehr hoch, ist der Wert nicht sehr hoch im Vergleich dazu, wie ist zum Beispiel die Rußmasse. Wann hat das Auto das letzte Mal den Partikelfilter regeneriert? Weil natürlich ist das nicht schön, wenn wir hier einen Abgasgegendruck von fast 80% haben. Es wäre natürlich schön, wenn wir einen Wert haben,
bei 21 von 75 zum Beispiel jetzt, ne, oder von 15. Das wäre natürlich gut. Und wir müssen mal gucken, warum ist dieser Wert so hoch? Ne? Vielleicht ist er in Wahrheit noch höher. Deswegen schauen wir uns zum Beispiel die Rußmasse an, wann er das letzte Mal regeneriert hat. Rußmasse ist in dem Fall zum Beispiel sehr klein. Und das ist natürlich etwas verwirrend. Weil wir haben einen relativ hohen Abgasgegendruck, aber eine relativ kleine Rußmasse. Das heißt, das Auto hat vor kurzem versucht zu reinigen, aber es anscheinend nicht geschafft, den vernünftig frei zu brennen. Ne? Und eine mögliche Ursache des Ganzen kann natürlich die alte Motorsoftware sein. Es kann natürlich auch sein, dass die Injektoren, die halt nicht richtig arbeiten und dafür sorgen, dass wir eine sehr hohe Rußentwicklung haben. Die einzelne Sache muss man im Verhältnis setzen und natürlich die drei Klappen, die wir hier haben, die Klemmen, können natürlich auch eine Regeneration halt abbrechen. Deswegen machen wir auch nach einer Diagnose, besprechen wir das alles, auch aus der Ferne, und geben euch Handlungsempfehlungen, was man da tut und was zu empfehlen ist. Als nächstes gucken wir uns das Automatikgetriebe an. Denn das Automatikgetriebe ist eine sehr wichtige Sache, wo man nicht merkt, dass es kurz vorm Kaputtgehen ist. Das heißt, auch ein Automatikgetriebe, was kurz vorm Defekt ist, wird gut schalten. Und deswegen gibt es auch Adaptionswerte, denn anhand dieser Adaptionswerte kann man zum Beispiel sehen, wie gesund ist mein Automatikgetriebe, habe ich da irgendwo Handlungsbedarf und wenn, welche Maßnahme ist die richtige, um den Defekt eines Automatikgetriebes vorzubeugen. Denn eine Instandsetzung von einem Automatikgetriebe, wo man die Mechatronik instand setzt, denn die ist die Ursache des Getriebeschadens, den Wandler instand setzt und das Getriebe selber, man liegt preislich zwischen 5.500 bis 6.500 Euro für eine Instandsetzung. Wenn man ein neues Getriebe haben möchte, liegt man preislich bei 12.000 bis 13.000 Euro. Und das ist das, was wir vermeiden wollen. Wir werden uns jetzt einmal gemeinsam diese Adaptionswerte genau angucken und besprechen, was sie bedeuten und welche Maßnahmen es für das Automatikgetriebe gibt. In dem Fall kann man sehen, wie ist der Zustand vom Automatikgetriebe, indem man sich die Adaptionswerte vom Automatikgetriebe anschaut. Denn das Automatikgetriebe adaptiert sich und daher kann man sehen, wie ist der Zustand. Auch wenn das Getriebe ideal schaltet, kann es kurz vorm Defekt sein. Deswegen sollte man, bevor man ein Auto kauft oder sein Auto länger fahren möchte, sich einmal die Adaptionswerte angucken, um zu sehen, wie gesund ist mein Getriebe. Der Kunde hatte die Möglichkeit, zu uns zu kommen, dass wir das hier vor Ort machen. Aber für diejenigen, die das nicht machen können, wir bieten auch eine Ferndiagnose an. Dabei schicken wir euch so ein Kabel, ihr braucht einen Laptop mit Internet und Windows und dann können wir von hier aus auf das Fahrzeug zugreifen und zum Beispiel die Werte des Getriebes uns anschauen, Komponenten des Motors prüfen und auch andere Sachen machen, wie zum Beispiel Updates durchführen. In dem Fall zum Beispiel sehen wir hier die Kupplungsverdrücke und die Schnellführzeiten. Wir sehen hier die jeweiligen Werte für verschiedene Kupplungen. Wir haben in dem Fall 5 Kupplungen. Und wir sehen zum Beispiel bei den Kupplungsverdrücken, wie viel mehr Druck muss ein Getriebe ausüben, um den Gang zu schalten. Bei den Schnellführzeigen sehen wir, wie lange das halt dauert. Logischerweise, je näher die Werte bei der Null sind, desto besser ist der Zustand vom Getriebe. Wir können hier zum Beispiel sehen, die einzelnen Werte, zum Beispiel Kupplung A haben wir einen Wert von 72. Bei Kupplung E haben wir einen Wert von 25, aber bei Kupplung C haben wir einen Wert von 207. Das heißt, hier haben wir einen Druckverlust, denn die Kupplungen sind physisch identisch. Hier sind die Kupplungen drin, dazu werde ich noch etwas später eingehen. Hier sind die einzelnen Kupplungen verbaut, aber wenn wir eine Kupplung erhöhte Werte haben, ist es ja nicht sinnvoll, dass die Werte halt sich unterscheiden. Bei den Schnellführzeiten sieht man zum Beispiel, wie lange das Getriebe braucht, um den Druck aufzubauen. Genauso hier, sind die Werte kleiner, desto besser ist das. Das heißt, desto schneller wird der notwendige Druck aufgebaut. Haben wir hohe Werte, heißt das, wir haben irgendwo einen Druckverlust. Der Druckverlust wird zu einem Getriebeschaden führen. Der wird dafür sorgen, dass die Kupplungslamellen des Getriebes schneller verschleißen. Das sind die Kupplungslamellen. Viele kennen das von euch vom Schalter, wenn ihr Schalter gefahren seid. Je besser man kuppeln kann, desto länger hält die Kupplung. Wenn wir Druckverlust im Getriebe haben, dann heißt das, das Getriebe kann nicht mehr richtig einkuppeln und die Kupplung rutscht. Und wenn die rutscht, dann haben wir einfach mehr Verschleiß. Dieser Verschleiß ist leider nicht nur magnetisch, sondern wir haben eine organische Kupplung und die sorgt dafür, dass bestimmte Komponenten des Getriebes noch mehr verschleißen.
Wir werden jetzt in dem Video so Stück für Stück eingehen, wo wir überhaupt den Druckverlust haben können, damit man einfach versteht, dass bei einem Fahrzeug mit 200.000 Kilometern es für eine Getriebespülung oder einen Ölwechsel oder ein Fahrzeug, was wie in dem Fall 8 Jahre alt ist, einfach zu spät ist, dass man einfach was anderes machen muss. Wo können wir theoretisch einen Druckverlust haben? Wir können den Druckverlust haben zwischen dem Getriebe und der Mechatronik. Das ist das Getriebe, was bei dem Fahrzeug verbaut ist. Das heißt, wenn wir die Mechatronik abbauen, haben wir hier Gummidichtungen. Die verschleißen natürlich nach 8 Jahren. Das heißt, die sind nicht mehr dicht. Und das ist das schwächste Glied. Und da kann zum Beispiel der Druckverlust sein. Eine Möglichkeit. Aber es gibt noch andere Optionen. Eine andere Option ist die Mechatronik selber. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die Mechatronik ausbauen und zerlegen, dann sieht sie so aus. Die wird von einer Dichtplatte sozusagen abgedichtet. Die kann man hier sich zum Beispiel angucken. Und diese Dichtplatte hat leider eine Gummibeschichtung. Die kann natürlich auch kaputt gehen. Hier sieht man, hier ist zum Beispiel die Gummibeschichtung kaputt. Das heißt, hier haben wir einen Druckverlust zwischen den beiden Bereichen. Oder hier haben wir auch einen Druckverlust zwischen den Bereichen. Dann ist der Druckverlust zum Beispiel hier. Das ist eine weitere Möglichkeit für den Druckverlust. Aber der Druckverlust kann natürlich auch metallischer Natur sein. Das heißt, wir können einen metallischen Verschleiß in der Mechatronik haben und dann reicht es nichts mehr, Gummidichtungen zu tauschen. Und das ist, was wir um jeden Preis vermeiden wollen, weil eine Mechatronik kostet 3.000 Euro. Das heißt, wenn man zum Beispiel hier den Druckverlust hat, metallischer Natur, dann ist das teuer und das wollen wir halt nicht haben. Noch teurer ist natürlich, das Getriebe instand zu setzen. Hier sieht man zum Beispiel den Druckverlust metallischer Natur. Hier sieht man zum Beispiel Kolben. Man sieht, die sind zum Beispiel verschlissen. Ihr seht, die glänzen etwas anders. Oder hier zum Beispiel. Ne? Das heißt, diese Mechatronik, die wir hier haben, die haben einen metallischen Verschleiß zwischen den Kolben und dem Gehäuse. Später in dem Video werden wir gemeinsam euch zeigen, wie man so eine Mechatronik prüft und wie man die auch instand setzt. Was auch dafür sorgen kann, dass wir hohe Adaptionswerte haben, ist der Lamellenabrieb in der Mechatronik. Denn dieser Lamellenabrieb ist ja nicht magnetisch, bleibt nicht an den Magneten hängen und sorgt dafür, dass die Mechatronik es schwer hat zu schalten. Auch zum Beispiel die Filter von den Ventilen, die können sich zusetzen nach einer Zeit. Oder wir haben auch Filter in der Mechatronik. Und sowas kriegt man zum Beispiel mit keiner Spülung der Welt rausgespült, egal mit was man spült. Deswegen die einzige richtige Maßnahme wäre, Mechatronik zerlegen, von dem ganzen Lamellenabrieb sozusagen reinigen und danach weitermachen. Hier sieht man zum Beispiel diesen Lamellenabrieb. Ich nehme einmal kurz eine Lampe, dann könnt ihr euch das anschauen. Das ist zum Beispiel, was wir hier sehen in den einzelnen Bereichen. Das Schwarze, das ist der Lamellenabrieb und der sorgt dafür, dass das Getriebe einfach schlecht schalten kann. Was wir hier zum Beispiel sehen, das sind Magneten. Das ist metallisch. Das hier ist nicht metallisch. Und das sorgt dafür, dass die Mechatronik zum Beispiel kaputt geht. Wir werden gleich einmal die Mechatronik einmal prüfen. Ihr werdet sehen, was da sozusagen los ist. Nur einmal kurz zur Info. Bei den aktuelleren Modellen ab 2016 haben wir eine etwas andere Mechatronik. Das heißt, früher war das so, dass wir bei den beiden Mechatronikhälften haben wir hier Kolben und Gehäuse. Das heißt, die arbeiten hier, hier und hier. Ne? Das heißt, wir haben hier mehrere Kolben. Das Problem ist einfach, dass hier die Kraft ist auf beide Hälften verteilt. Bei der neuen Mechatronik ab 2016, das sieht man anhand der Ventile, die haben eine andere Farbe, hier ist die gesamte Kraft nur noch auf eine Hälfte verteilt. Deswegen gehen auch diese Mechatroniken viel schneller kaputt und verschleißen und führen dann zu einem Getriebeschaden. In dem Fall muss man die tauschen, weil man kann die nicht mehr reparieren und wir haben immer eine auf Lager. Das heißt, falls eine Mechatronik bei euch kaputt ist, können wir auch, wenn wir nicht instand setzen können, können wir zumindest die austauschen. Wir haben hier eine defekte Mechatronik, die wird zu einem Getriebeschaden führen, denn wir haben hier einen Druckverlust. Der Druckverlust ist hier vorne zwischen Gehäuse und dem Kolben. Wir sollten Werte von mindestens 18 haben. In der Regel haben wir Werte von 25 bis 30. In dem Fall haben wir Werte knapp bei 10. Wir werden das jetzt einmal kurz prüfen. Ich zeige euch einmal, wie das jetzt vorher war. Knapp bei 10. Dieser Bereich hier.
Wir werden eine Bohrung durchführen, das heißt, wir werden die hier instand setzen, wir werden es aufbohren und dann wird ein anderer Reparaturkolben eingesetzt, dann werden wir das gemeinsam nochmal prüfen. Wir können die Mechatronik hier vor Ort instand setzen. Wir bohren jetzt durch. Ihr seht, hier haben wir den Bohrer und bis das komplett bis zum Ende ist, das heißt, das wird jetzt aufgeweitet. Die Späne, man sieht, die fallen unten runter und dann wird ein Reparaturkolben eingebaut, der halt weiter ist. Und dann haben wir Werte wie bei einer nagelneuen Mechatronik. So, wir haben die Bohrung jetzt fertig. Wir bauen das einmal ab. Ihr werdet sehen, wir haben da die ganzen Späne. Danach wird die Mechatronikhälfte gereinigt. Hier ist der Bohrer mit den Spänen. Hier sind die Späne, kann man relativ gut sehen. Und auch hier der aufgeweitete Bereich. Hier kann man da so ein bisschen sehen. Wir werden ihn gleich einmal reinigen und dann seht ihr, was die jetzt für Werte da vorhanden sind. Die Mechatronik ist durchgebohrt. Wir werden jetzt den Reparaturkolben einbauen. Man sieht, das ist der alte mit der Feder. Hier sieht man auch die Beschädigung bei dem Teil hier. Wahrscheinlich kann man das per Video auch sehen, dass es heller ist. Das ist das neue. Es ist mit einem Gummidämpfer. Das heißt, es ist noch etwas besser abgesichert. Und das ist der neue Kolben. Der sieht genauso aus, nur der hat im Endeffekt, der ist eigentlich deutlich dicker. Den werden wir jetzt einmal kurz einbauen. So. Es kommt der neue Dämpfer rein. Da muss man immer aufpassen, weil wenn man den falsch einbaut oder zu weit reinschiebt, dann kriegt man den auch nicht mehr wieder raus, weil der ist sehr, sehr dicht. Deswegen, wenn wir den jetzt zack einmal reinstecken. So, und jetzt können wir gemeinsam mal die neuen Werte prüfen. Das war der defekte Bereich. Ihr seht, wir hatten knapp 10, jetzt haben wir über 22. Dadurch ist die Mechatronik instand gesetzt. Denn so ein Druckverlust, den wir hier haben oder in anderen Komponenten, der wird zu einem Getriebeschaden führen, denn die Lamellen schleifen aneinander. Weiterhin gibt es im Getriebe zum Beispiel Ventile. Diese Ventile, die haben auch zum Beispiel einen kleinen Filter. Die kann man hier zum Beispiel sehen. Wenn diese Filter verdreckt sind, durch Lamellenabrieb zum Beispiel, dann haben wir das Problem, dass diese Magnetventile nicht richtig arbeiten. Dann können die ebenfalls zu so einem Problem führen. Bei vielen Getrieben haben wir Sollbruchstellen. Und diese Sollbruchstellen sind vom Werk so gemacht, dass die Getriebe einfach nicht lange halten können. Hier haben wir zum Beispiel Dämpfer. Ihr könnt euch die Anbank angucken. Das ist zum Beispiel ein neuer Dämpfer. Ihr seht, ihr habt eine Gummibeschichtung. So sieht der Dämpfer nach einer bestimmten Laufleistung aus. Es gibt aber auch modifizierte Dämpfer mit einer Metallfeder, damit sowas halt nie wieder passieren kann. Ups, nicht wegfliegen. So. Genauso haben wir hier bestimmte Puffer, das heißt, die dafür sorgen, dass wir Druckverhältnisse wieder da haben. Ihr seht zum Beispiel, das ist das Originale und wir haben hier schon so ein bisschen Beschädigung, ne, Kratzer, die kann man relativ gut sehen. Und hier haben wir die modifizierte Variante mit einer Dichtung. Das heißt, die kann auch nicht mehr oder hält entsprechend lange. Genauso kann man zum Beispiel so eine Mechatronik modifizieren, dass sie einfach stärker ist und diese Sollbruchstellen entfernen. Das können wir bei jeder Mechatronik machen von BMW, wenn ihr in sowas Interesse habt.